Also in 1992 habe ich in Georgien gelebt und war ich genau in dem Alter unserer Protagonisten. Ich war nämlich 14 Jahre alt und alles, was im Film geschieht, was mit den Mädchen geschieht, das ist alles natürlich nicht mir zum Glück widerfahren, aber es ist in meiner unmittelbaren Umgebung passiert und viel auch mit meiner Familie oder mit Freunden und einiges auch mit mir natürlich. Also ich würde sagen, in beiden Protagonisten steckt etwas von mir, also so rein biografisch her, auch was die Familienkonstellation angeht. Nicht vielleicht eher Eka, aber in Nadia ist auch vieles in mir drin, weil zum Beispiel die Rachegefühle, die sie dann in dem Film hat, in dem Alter hatte ich das auch. Also wenn Unrecht passiert ist oder wenn irgendwas in meiner Nähe passiert ist, also ich kenne diese Gefühle sehr gut, deswegen würde ich sagen, es ist in beiden etwas von mir, ist auf jeden Fall vorhanden. In Georgien in den 90er Jahren, zum Beispiel Brautraub war sehr häufig, also es war im Prinzip der Regel. Also ich kenne sehr viele Frauen, die entführt worden sind, die auch geheiratet haben, jetzt Familien haben, Kinder haben, einige sind geschieden. Und Ehrenmorde auch, also das ist, das war auch die Regel. Also jeden täglich ist sowas passiert, im Hof, in der Schule, auf der Straße. Überall war jemand irgendwo in der Ehre verletzt und dann in der Zeit, Jugendlichen hatten auch Waffen und haben das auch eingesetzt. Und ja, also in Georgien, das ist jetzt nicht mehr so, also Brautraub auf jeden Fall. Das ist vielleicht passiert manchmal, aber es ist nicht der Regel wie früher in den 90ern. Und Ehrenmord würde ich sagen, kann passieren, passiert vielleicht auch manchmal. Aber dadurch, dass das Rechtssystem etwas besser funktioniert als früher, also viel besser als früher, weil früher hat man nicht jetzt zur Polizei angerufen, weil wenn man Polizei gerufen hat, hieß das, man kriegt mehr Probleme. Also jetzt funktioniert Polizeisystem und dadurch passieren solche Sachen nicht mehr so oft. Natürlich, der Regierungswechsel hat diese Veränderungen gebracht, weil 10 Jahre Shevardnadze-Ära war 2003 zu Ende, kam Saakashvili und war dann vieles anders. Und auf jeden Fall die Kriminalität, also auch Kleinkriminalität und Korruption war bekämpft und ab 2003 kann man schon auf der Straße richtig, also nachts rausgehen oder auch draußen auf der Straße lassen und man wird nicht irgendwie geklaut und so weiter. Also es ist, solche Sachen hat sich schon verändert. Und wenn Simon, mein Mann und auch Co-Regisseur dieses Films nach Georgien zum ersten Mal kam, da hatten wir eine Idee, da hatte Simon eine Idee, habe ich ihn auch zugestimmt und ermutigt, eine Eisdiele zu eröffnen in Georgien. Und ja, das haben wir gemacht 2008 und bis heute gibt es mittlerweile 4 Läden und es läuft gut.